Jo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 5. Ja, wir werden uns in der heutigen Folge die gute Adelaide Troutman holen, eine neue Begleiterin und auch die letzte Begleiterin, die uns noch hier fehlt. Und da oben wäre sie auch schon bei diesem Außenposten, den wir einnehmen müssen. Der ist jetzt noch knapp 600 Meter von uns entfernt. Mal sehen, ob da starke Gegenwehr ist. Hier fliegt auf jeden Fall ein Flugzeug. Bitte entdeck mich nicht, falls dort jemand von der Sekte drin ist. Und ich habe auch mal die Kommentare ein wenig gelesen. Einige wünschen sich, dass ich mal mit einem Scharfschützengewehr spiele und mit einem Revolver. Das werden wir vielleicht in dieser Folge auch mal tun. Vielleicht werde ich mir in der Folge jetzt mal einen Revolver wieder zulegen. Und eine Sniper gleichzeitig auch noch. So, hier hätten wir so ein Quad oder wie man das nennt. Gut. Wow. So. Wir werden auf jeden Fall probieren, jetzt ein bisschen Stealth zu spielen, gleich wenn wir dort sind. Also erstmal vielleicht so drei, vier Gegner mit dem Bogen wegholen. Wäre eigentlich ganz gut. So. Gut. Fernglas. So. Gehört das da oben auch noch mit zum Außenposten? Ich glaube ja. Ich sehe gar nicht so viele, wenn ich mir das hier so anschaue. Ich glaube persönlich, in den Häusern könnte noch was sein. So, unsere gute Chess, soll mal den dort wegholen. Sehr gut, Chess. Halt, das Schiff dort. Oh, das Schiff könnte ein Problem werden. So, da würde ich sagen, wir. Ja, den nehmen wir als nächstes. Sehr schön. Jetzt nehmen wir den. Na los, Chess. Boah, also die Chess ist echt gut mit dem Bogen. Einfach jeden einmal hier schön wegholen. So, jetzt den noch. Komm schon. Sehr gut. Dann wollen wir mal. Sie hat auf jeden Fall gute Vorarbeit hier geleistet. Wo? Da vorne. Da ist das Schiff. Na los, Chess. Hol bitte weg. Los, du schaffst das, Baby. So, kommt schon. Und Feuer frei. Oh, Dynamit, schnell. Los. Sehr gut. So, und die restlichen holen wir jetzt einfach weg, ohne die gute Chess. So. Da hinten ist der dickere Gegner. So, Shotgun mal auspacken. Dann wollen wir mal. Oh, schaffen wir es mit einem Takedown? Kommt schon. Jawohl! Sehr schön! So, sehr schön. Hier haben wir die gute Dropman. Da ist ja mein Held. Komm mal her, Schätzchen, das ist wichtig. Adelaide Dropman. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ja, ich bin Herks Mom. Und nein, ich will nicht wissen, was er angestellt hat. Dann muss ich vor Gericht nicht lügen. Ich rechne dir hoch an, dass du mit dem Hafen geholfen hast. Aber Schätzchen, ich habe ein Problem.
Diese Peggy-Scheißkerle haben meine Tulip. Das ist der wendigste Helikopter auf dieser Seite von Montana. Und ich will verdammt sein, wenn diese Fick-Trompeten sie mir abnehmen. Ich hab den Vogel fair und legal bei meiner Scheidung gewonnen. Diese wandelnde erektile Dysfunktion, die sie geklaut hat, hat sie in diesem furchtbaren Peggy-Mayonnaise-Ton lackiert. Du kannst sie also nur finden, indem du ihren Piloten identifizierst. Das sollte nicht allzu schwer sein. Alle anderen Vögel in der Gegend werden von Frauen gesteuert. Wir sind früher immer an den Wochenenden zusammengeflogen. Aber damit ist Essig, seit diese Donnerfotzen bei Eden's Gate sind. Ich hätte also kein Problem damit, wenn du ihnen zufällig ihre verlogenen Hackfressen wegschießt. Also, was ist, Schätzchen? Du hilfst mir und im Gegenzug stehen Tulip und ich dir jederzeit zur Verfügung. Hört sich gut an. Gut. Freundlicher Luftraum. Ja, das sind schon eigentlich sehr viele Orte, die wir hier abchecken müssen. Gibt's hier ein Fahrzeug, da gibt's ein Schiff, da gibt's ein Heli. So, dann nehmen wir mal ein. Und sie meinte ja gerade, sie ist die Mom von Herc. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay. Dann haben wir den guten Sohnemann von ihr als Begleiter ja schon. Und sie dann jetzt auch noch. So, alle einsteigen bitte. Jess, na los. Augen auf die Straße, ich mach den Rest. Augen auf die Straße. Du meinst wohl Augen auf dem Himmel, oder? So, da hinten wäre erstmal das erste Ziel. Und zwar die gute Jagdhütte. Ich will unbedingt dann sehen, was die so drauf hat als Begleiterin, die Trapman. Weil wir haben ja schon einen Begleiter, den guten Nick Rye. Und der ist ja in einem Flugzeug. Der bombardiert ja alles. Und die hat ja dann sowas wie ein Helikopter. Das heißt, ich denke mal, die werden eigentlich fast so ähnlich sein. Die eine wird halt dann bloß mit Helikopter schießen und der andere halt mit einem Flugzeug. Okay. Töte den Piloten. Ah, da. Gut, das ging schnell. Nicht vergessen, du suchst nach meiner Tulip und da sitzt ein verwanzter Typ hinterm Knüppel. Bleib dran, Schätzchen! Ja, ich werd's schon finden, deine Tulip. Gut, jetzt ist der Feuerwehrwachturm dran. Ich glaube, den Feuerwehrwachturm kennen wir doch. Da waren wir doch schon mal, oder? Kommt mir bekannt vor hier, diese Gegend mit den Felsen. Wo? Hilfe! Wow. Fast hätten wir hier dieses Ding gerammt. Und zwar den guten Baum. Den guten Herr Baumbart. So, hallo. Wartet mal, wie schießen wir Raketen ab, so? Nee. Okay. Gut. Das hätten wir auch. Das heißt, nur den Ausguck haben wir jetzt. Und dann hätten wir das. Aber Raketen? Also das ist ja schon mal mega heftig hier. Die hauen gut rein. Ich glaube, so einen Helikopter hätten wir schon eher gebraucht in der Story. Das wäre oftmals eine sehr gute Alternative gewesen. Wie kriegt man eigentlich die Munition wieder voll? Ich sehe nämlich gerade, diese Balken dort füllen sich gar nicht wieder. Sind die dann einfach leer, bis ich wieder einen neuen Helikopter habe mit Waffen. So, langsam etwas tiefer gehen. So, da wäre der Ausguck. So.
Was ich ja auf jeden Fall gut finde, die Landung ist wenigstens einfacher mit so einem Helikopter. Mit dem Flugzeug hatte ich ja immer so ein bisschen Angst, was das Landen angeht. Ich höre doch ein Flugzeug. So, gut. Wir müssen hier landen. So. Wenn du den Bastard findest, warte, bis er gelandet ist. Und dann reiß diesem Schweinehund den Arsch auf und bring meine Tulip nach Hause. Tu bloß meinem süßen Heli nicht weh. Ich glaube, das ist die Tulip. Ja. Hey, da drüben. So, das heißt, warten, bis die gelandet sind. Landen die dort? Ich glaube, oder? Ja. Gut, das heißt, schön stealth-mäßig dorthin. Gut, dann nehmen wir mal den Bogen. Probieren, leise auszuschalten, den einen oder anderen. Den dort oben auf dem Turm. Den können wir auf jeden Fall ausschalten lassen von der guten Chess. Die ist ja sowieso eine sehr gute Schützin mit dem Bogen. Da vertraue ich der, muss ich sagen. So, langsam hier nach vorn. Wo? Und markieren. Viel Spaß jetzt, Chess. Na toll, jetzt bin ich wieder in solchen blöden Drogenfeldern hier. So. Komm schon, der Pilot muss weg. Nein. Nein! Tulip! Tulip, nein! Sehr gut. Und jetzt los! Ja! Sehr gut. Das hätten wir. Tulip, alles ist gut. Du bist jetzt bei mir. Liefere Tulip am Yachthafen ab. Sehr schön. Wir haben den Helikopter. So, der darf auf jeden Fall nicht beschädigt werden. Und falls du unterwegs was siehst, was dir nicht gefällt, dann lass ruhig die aufmontierten Geschütze sprechen. Die Dinger haben mehr Bums als ein Elchenbrunst. Oh, die Geschütze würde ich gerne mal testen von dem Teil. Ja, ich glaube, die Möglichkeit erhalten wir auch, oder? Möchte ich eigentlich nicht. Unbedingt, sagen wir es mal so. Was mich ja mal so interessieren täte, ich werde das wird auch so sein, wenn wir dieses Ding jetzt gleich abgeliefert haben, werden wir 100 pro, falls das irgendwie ein besonderer Helikopter ist, denn auch in unserem, ich nenne es jetzt einfach mal, in unserem Shop haben. Weil das war ja auch schon mit dem Witwenmacher so. Den hatten wir in einer Mission und dann war er plötzlich bei uns drin und wir konnten ihn immer benutzen. Ich könnte mir das ganz gut vorstellen, dass es mit der guten Tulip, also diesem Helikopter, auch so sein wird. Da hinten ist jetzt auch gleich unser Ablieferungsort. Vor allem die Umgebung sieht schon wieder übelst gut aus von hier oben. Ich bin ja sowieso ein großer Fan von diesen Ländereien hier von Amerika. Die gefallen mir richtig gut. Vor allem auch so die Grafik von dem Spiel. Sieht halt einfach alles super aus. Ich muss auch sagen, ich freue mich auch schon richtig auf die DLCs, die kommen. Ein DLC ist ja mit Zombies, einer im Vietnamkrieg. Die sind hartnäckig wie Herpes. Hoffentlich ist Tulip in der Nähe, denn wir brauchen Hilfe, Schätzchen. Und ein DLC auf dem Mars. So. Landet Tulip am Hafen, sichere den Yachthafen. Okay, dann wollen wir mal.
Wir probieren mal noch ein bisschen aufzuräumen hier, oder? Mit der guten Tulip. So. Wäre cooler, wenn das Ding Raketen hätte. Na los! Haut ab! So, kommt schon. Da muss ich ja schon mal so sagen, mein Helikopter hat mir besser gefallen als die gute Tulip. So, langsam weiter nach unten. So. Wo? Verlassen schnell. Und jetzt die Typen ausschalten schnell. So. Sehr gut. Wo sind die nächsten? Halt deine Klappe! So. Fang mal ein bisschen Dynamit hier. Bitteschön. So. Landet Tulip am Hafen. Haben wir doch gemacht. Tulip, geht's dir nicht gut? Was ist mit dir? Sie müssen sich mehr Mühe geben, wenn das war der Beweis, dass Gott auf unserer Seite ist. Ziehen wir es durch. So. Zack. Jetzt haben wir sie richtig gelandet. Na, Baby. Adelaide. Adelaide. Hey, ich will mit dir reden. Huhu. Sorry, sorry, sorry. Schätzchen, scheuer mir eine und nenn mich Shirley. Du bist gerade rechtzeitig zur Party gekommen. Und du hast Tulip unversehrt zurückgebracht. Also ich halte immer meine Versprechen. Brauchst du eine Pilotin, die aus 50 Fuß Höhe einem Erdhörnchen die Nüsse wegschießen kann? Dann bin ich dein Mädchen. Ruf mich an, jederzeit. Außer bei Sonnenuntergang. Da macht Xander immer Yoga und ich sehe ihm dabei zu. Man hat nicht gelebt, wenn man diesen Arsch nicht beim umgekehrten Hund gesehen hat. Wie auch immer, danke, Schätzchen. Ich schulde dir was. Bitte. Ich helfe immer gern. Sehr schön, jetzt haben wir die gute Adelaide. Oder Adelaide? Ach man, ich kann die nicht richtig aussprechen. Die soll sich mal lieber umbenennen. Die ist wirklich eine Marke. Eine verdammt gute Schützin und hat immer ihren Heli dabei. Wirklich eine Bereicherung für die Gruppe Deputy. So, was haben wir denn hier noch für eine Mission? Schlüsse. Wir müssen sie aufhalten. Du und ich, wir palavern jetzt mal eine Runde. Ist das zu fassen? Dieses Bliss breitet sich in der ganzen Gegend aus. Das ist Gift, das diese Typen von Eden's Gate überall hinbringen. Das Zeug gelangt in den Fluss und verseucht ihn total. Siehst du diese großen grünen Container? Die sind voller Bliss und die Peggys verschicken das Zeug an irgendeinen wichtigen Ort. Wir müssen rausfinden, wohin und sie zerstören. Mein Life-Coach sagt immer, man soll Probleme in kleinere Häppchen aufbrechen. Also, Schritt 1. Ich weiß von einem Peggy-Laptop, mit dem wir diese Container verfolgen können. Und wenn wir sie haben, dann jagen wir sie hoch. So. Öko-Guerillas. Gut, damit haben wir dann auch schon unsere Mission. Die wir aber erst in der nächsten Folge machen werden. Und zwar in dieser nicht mehr. Wir werden aber jetzt mal noch hier hinter gehen. Obwohl, nein, Klatsch Nixon. Das ist das, was mir nicht so gefällt. Das sind diese komischen Rennen. Davon bin ich nicht so ein Fan. Ja, lasst uns mal noch zu dem Prepper-Versteck. Da möchte ich noch hin. Aber so ein Rennen werde ich auf jeden Fall auch mal noch machen. Aber erstmal, wo kann ich hier Waffen ändern? Waffen, Waffen. So, möchte ich den guten Revolver auswählen und eine Sniper. Ich hoffe, wir haben schon eine Sniper. So, dass ich das halt, wie gesagt, mal welche von euch gewünscht hatten, dass ich den wieder mal spiele. Wenn, dann werden wir aber gleich hier den guten Revolver nehmen. Den
40er Magnum 6er. Den werden wir einfach mal nehmen. So. Ja, mit dem ollen Ding. Oh! Das ist aber schön, wie das so aussieht. Irgendwie hat das was. Der Wilde Westen. Oh, das sieht schon fett aus. So. Mit Visier möchte ich so ein Teil eigentlich nicht unbedingt haben. Und eine Sniper noch. Ja, da gibt es eigentlich nicht sowas, was mich so richtig interessiert, muss ich sagen. Hier hätten wir eigentlich direkt eine Jacobs-Gewehr. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns einfach mal so ein Teil. So, als hätte ich nämlich auch voll gerne mal so ein Repetiergewehr hier. Ja, lass uns mal das hier holen, oder? Das hier? Oder nehmen wir das hier? Ja, wir nehmen das mal. Kommt. Einfach mal einsacken, das olle Ding. So. Visier machen wir jetzt nicht drauf. So, Munition noch aufstocken. Zack. Und dann gehen wir jetzt erstmal. Okay. Oh ja, ich mag Repetiergewehre nämlich. Ich mochte die damals auch in so älteren Shootern. Also solche Shooter, die im Weltkrieg gespielt haben. Da mochte ich immer solche Repetiergewehre und sowas. Ah, das ist auf jeden Fall ein geiles Teil. Das Visier erinnert mich auch an eine Waffe, die ich sehr gerne gespielt habe. In Battlefield 1. Wo ja auch dieses Jahr ein neuer Teil rauskommen soll. So, und das wäre der gute Revolver hier. Aber ein viel stärkerer als der alte, den wir mal hatten. Na, mal sehen. Vielleicht finden wir hier direkt noch ein paar Gegner, woran wir mal die guten Teile austesten können. So. Da haben wir ja mal was. So. Und jetzt testen wir den guten Revolver. Kommt. Und zack. Mit beiden Waffen braucht man zwei Schüsse für so ein Tier. Okay. So. Das brauchen die ja nicht mehr. Da haben wir direkt noch ein bisschen Hirschhaut dazu bekommen. Und die können wir ja dann auch mal verkaufen. Ich verstehe nicht, warum diese Peggys unser ganzes Zeug klauen, aber offensichtlich keinen einzigen Rasierer gefunden haben. Oh, mir zeigt es ja gerade an. Hä? Wo ist der rote Punkt hin? Schade, ich wollte ein paar Peggys noch erledigen. So, dich möchte ich weghaben. Mist. Mit dem Teil muss ich aber so ein bisschen noch üben, was das Treffen angeht, glaube ich. So. Wow, hier ist überall dieses Bliss. Verschlossen. So, hier ist auf jeden Fall dieses Anleger. So. Gut. Was haben wir hier? So. Betritt das Haus. Wird gemacht. Müssen wir vielleicht hier oben irgendwo rein? Wow, was kommt denn hier? Ein Flugzeug, oder? Huhu. Ne, hier kommt ein Auto, oder? Nein, ein Heli. Komm schon. Oh, oh. Ich glaube, dafür ist das Teil nicht so gedacht. Obwohl. Okay, das war's schon für den. Gut, und wie kommen wir denn jetzt hier rein in das gute Haus? So, wir laufen einfach mal drumherum. Halt, hier. Gibt's hier was? Jawohl, hier kommt man rein. Wow, hier wird wieder richtig geschossen. Oh nein, der arme Hundi. Der tut mir leid. Was ist das hier? Hä? Hallo? Ist alles gut? Bellt doch bitte nicht so. Was ist denn mit den Hunden? Seid doch bitte leise. Ich habe Angst sonst vor euch. Wow. Was wurde denn hier mit den armen Tieren gemacht? Hallo? Du bist lieb, oder?
Ich glaube, die möchten nur hier raus. Kann das sein? Ich glaube, die wollen einfach nur hier raus. Das ist jetzt so meine Vermutung. So, finde den Schlüssel zur Hütte. Irgendwie habe ich den Verdacht, so ein Hund könnte vielleicht den Schlüssel haben. Ich weiß nicht, soll ich die Hunde umlegen? Ich weiß es nicht, ich will das nicht. Ich kann keine Hunde töten. Ich mag Hunde. Es tut mir leid, Kleiner. Bleib doch bitte stehen. Bitte. Mach es doch nicht noch schwerer, als es schon ist für mich. Bitte, alles ist gut, mein Lieber. Tut mir leid. Nein. Es tut mir so leid. Ich will das nicht. Aber ihr zwingt mich dazu. Ich hab euch doch gern. Das müsst ihr mir glauben. Was geht, ihr Sektenstricher? Hab gehört, ihr hattet Ärger damit, den Schlüssel zu dem ganzen gestohlenen Kram zu finden, den ihr im Sommerlager aufbewahrt. Ich ruf an, um euch einen Tipp zu geben. Immer der Nase nach. Ich hab da gestern zufällig diesen Schlüssel gefunden. Krass, was? Ich hab ihn in eine Dose Chili getan und dieses Chili an einen der Hunde verfüttert, die ihr geklaut habt. Viel Spaß beim Wühlen in der scharfen Hundescheiße, ihr abgefuckten Pissnelken. Ich hab damit recht. Die Hunde haben den Schlüssel gegessen. Das ist super. Ja, hier liegen überall die kleinen Würstchen. Gut, das müssen wir alles aufsammeln. Irgendwo hier, denke ich mal, werden wir dann irgendwo einen Schlüssel finden. So, toll, jetzt darf ich noch Scheiße suchen. Na gut, wie im echten Leben halt. Da suche ich das auch immer. Irgendwie ist das widerlich. So. Gibt's hier noch was? Nein? Doch, hier. So, alles einfach mal aufsammeln, was hier so rumliegt. So, was soll das denn hier sein? Irgendwo? Hier muss das sein, weil das Haus ist gar nicht so groß. Hätten die Hunde dich einfach auf das normale Menschenklo gehen können? Sich einfach so draufsetzen, irgendwie im Schneidersitz. Okay, sehr gut. Finde das Versteck. Wir müssen jetzt nur hier wieder raus. So. Gut, dann wollen wir mal... Oh, diese ganzen armen Tiere, ey. Das ist irgendwie so traurig. Klar, ich bin jetzt auch nicht besser. Ich habe die erschossen. Aber die waren einfach so laut. Und ich dachte halt, auch die hätten den Schlüssel vielleicht in sich. Damit hatte ich sogar im Groben recht, wenn man das mal so betrachtet. So, sieh an. Was haben wir denn hier? So, sehr schön. Hier sind Vorteilshefte. Gut, das hätten wir dann jetzt geschafft, sehr schön. Und da würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann zu unserem Ziel, was hier ist. Und zwar Öko-Guerillas. Da bekommen wir sogar ein Flugzeug, sehe ich gerade. Das werden wir dann machen in der nächsten Folge. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr sehr gerne wie immer eine Bewertung gerne da lassen. Mich auch gerne weiterempfehlen an eure Freunde und so. Und ja, das war's. Haut rein und tschüss.